Sekundärtumorrisiko beim Mammakarzinom. Zu einem ist es so, wenn die Patientinnen eine anthrazyklinhaltige Chemotherapie erhalten haben und danach bestrahlt werden, steigt das Leukämierisiko um etwa 0,2 bis 0,4% gegenüber der Normalbevölkerung an. Eine reine Radiotherapie, egal ob nach brusterhaltender Operation oder nach einer vollständigen Mastektomie, erhöht das Lungenkarzinomrisiko und das Risiko für ein Angiosarkom der Brust. Dieses wird erhöht insgesamt auf 0,1 bis 0,15%. Dieses gilt insbesondere für Raucher. Das Auftreten dieser Tumore erfolgt nach etwa 10 bis 15 Jahren, das heißt, es ist eine Spät-Spät-Nebenwirkung. Wichtig ist, es hängt davon ab, welche Bestrahlungstechnik ich verwende. Dieses ist eine Untersuchung für junge Patientinnen, bei der verschiedene Techniken genommen wurden, eine 3D-konformale Bestrahlung, eine intensitätsmodellierte Bestrahlung mit Tangentialfeldern oder eine volumetrische IMT, wo um den Patienten drumherum rotiert wird und damit natürlich ein Niedrigdosisbereich im gesamten Körper abgegeben wird. Das Ganze ist nach klinischen Daten und nach Errechnung erfolgt. Das Risiko für einen Lungentumor auf der gleichen Seite ist höher durch die Bestrahlung von der BIMAT. Das niedrigste Risiko hat immer die 3D-konformale Bestrahlung, weil wir einfach am allerwenigsten Streustrahlung im ganzen Körper haben. Die IMT mit tangentialer Technik erhöht nur ganz, ganz gering das Risiko, einen Tumor der kontralateralen Brust oder der Schilddrüse zu bekommen, relativ zu einer 3D-konformalen Bestrahlung. Das einzige Risiko, was durch eine IMT erheblich höher ist als bei der 3D-Bestrahlung, ist das Risiko für ein Magen- und Kolonkarzinom. Hier muss man aber auch auf die Größenordnung achten. Dieses hier ist mehr als 10-mal höher das Risiko als für ein Kolon- oder Magenkarzinom. Wir reden hier von einer fast nicht nachweisbaren Erhöhung in diesem Bereich. Das heißt, eine IMRT-Technik, die ganz klar natürlich die akuten und Spättoxizitäten an Herz und Lunge verringern kann, sollte man natürlich dann immer gut abwägen mit diesem extrem geringen Risiko nach 10 bis 15 Jahren gegenüber den Spättoxizitäten von Lunge und Herz.